Herzlich willkommen im Stempelpalast. Seit einer Stunde bin ich ungefähr wieder zu Hause und schon geht's arbeiten weiter. Ich möchte euch die Swaps zeigen, die ich heute in Uetersen getauscht habe. Und darum sitze ich jetzt schon wieder an meinem Video-Equipment und drehe ein Video. Ja, meine Swaps kann ich euch leider nicht mehr zeigen. Ich habe alle weggetauscht. Den allerletzten habe ich an Tanja verschenkt, an die Organisatorin von dem Demo Network Day, auf dem ich heute war. Sie hatte leider keine mehr, aber nicht schlimm. Ich habe ihr von Herzen gerne einen geschenkt für so eine tolle Organisation. Das hat wirklich Spaß gemacht heute. So, aber die anderen, die ich bekommen habe, die zeige ich euch sehr gerne. Fangen wir mal an mit einem von den neuen Sets. Wir kriegen ja jetzt ein paar Farben wieder, unter anderem Brombeermus und Minzmakrone. Und dieses Set mit dem Fischernetz und der Krake ist neu. Und darum freue ich mich besonders, den Swap bekommen zu haben. Ich halte das mal ein ganz bisschen zu. Von Inga Beimgraben. Das sind alles Demos gewesen. Aber ich bin mir ja immer nicht so sicher, ob man die Adresse so öffentlich und so. Also halten wir das nochmal einen kleinen Tick zu. Ja, auf jeden Fall ein schöner Swap, gefällt mir gut. Auch die Technik gefällt mir echt gut. Vielen Dank auf jeden Fall an dich fürs Tauschen. Der nächste Swap ist auch eine Karte, ein kleiner Freundschaftsgruß. Das ist ein Set, mit dem wir heute gearbeitet haben. Das zeige ich dir in den Fotos gleich noch. Auch ein toller Mechanismus zum Öffnen. Hier haben wir Silke Müller. Kann man sehen, ne? Ja, genau. Mit diesem Set haben wir heute auch gearbeitet. Siehst du in den Fotos später, die ich noch machen werde. Ja, liebe Silke, auch an dich. Vielen herzlichen Dank fürs Tauschen. Das ist auch eine spannende Verschlusstechnik. Dann haben wir einen Swap in einer Farbe, die uns verlassen wird. Das ist Ozeanblau. Trotzdem sehr schön gestaltet. Mag ich gern leiden. Oh, Jasmin Schuld hat den Swap erstellt. Und ich sage auch an dich ganz herzlichen Dank fürs Tauschen. So, die nächste Karte ist auch wieder das neue Stempelset. Ein kleiner Freundschaftsgruß ist aus diesem neuen Set und die Blümchen hatten wir auch gerade schon mal gesehen. Ist eins der neuen Sets, die jetzt demnächst für euch verfügbar sind. Da werde ich aber gesondert noch drüber berichten. Dieser Swap ist von Iris und ist total niedlich, einfach nicht so ein Riesending. Kleine süße Karte, total tolle Idee und gerade bei Iris, ich habe mich sehr gefreut, sie wiederzusehen und einen Tag mit ihr verbringen zu dürfen. So, dann schauen wir mal weiter. Einen Swap habe ich tatsächlich geschenkt gekriegt, da hatte ich nämlich schon keine Swaps mehr. Das ist dieser hier. Finde ich auch sehr süß mit dem Panda-Bärchen aus der letzten Celebration. Bisschen Hüftgold für heute Abend. Das habe ich mir nach der Autofahrt dann heute auch verdient. Was ich gerade sehe, ist, dass es hier leider, hoch, keinen Namen gibt. Schade. Ja, es war der allerletzte Swap. Wie gesagt, ich habe ihn geschenkt bekommen. Wenn du dich hier wiederfindest, sei doch so lieb und schreib nochmal deinen Namen unten drunter, sodass ich auch noch weiß, von wem ich diesen Swap bekommen habe. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Dann haben wir hier die nächste kleine Karte. Ist auch sehr niedlich gemacht.
Liebe Grüße. Ja, auch hier leider kein Name darauf. Auch da wäre schön, wenn du dich meldest, nochmal sagst, von wem das Set ist. Aber eine tolle Idee, schöne kleine Karte. Vielen Dank auch an dich fürs Tauschen. Nicht wundern, die Karten liegen hier gerade alle so schön aufeinander. Deshalb gibt es hier gerade eine Karte nach der nächsten. Hier haben wir auch schon die nächste Karte. Genieß deinen besonderen Tag. Mit der Sonnenstanze. Handgemacht von Katharina Wilbrandt. Da habe ich mich auch sehr gefreut, sie kennenzulernen. Kannte ich vorher noch nicht. Wir waren gestern gemeinsam essen. Vielen Dank an dich fürs Tauschen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. So, dann haben wir hier meine heißgeliebten Broschos. Aber die Erstellerin der Karte hat schon gesagt, hier, mit deinen Lieblingsfarben. Ja, prima, auch noch grün. Ich freue mich ein Ast. Oma. Ist nämlich von meiner Stempeloma, von der Susanne Schöder. Mit grünen Broschos gespielt. Tu, was du liebst. Ja, mach ich heute Abend auf der Couch. Aber jetzt muss ich noch ein bisschen arbeiten. Ja, trotzdem, natürlich freue ich mich, dass ich einen Swap bekommen habe von meiner Team-Oma. Und Oma freut sich jetzt über einen Knautschi-Ball. Und ja, danke dafür. Dann haben wir tatsächlich auch schon Swaps mit den neuen Buchstaben bekommen. Ich habe ja schon mal ein Video gedreht mit den neuen Buchstaben. Und war sehr überrascht und habe mich sehr gefreut, dass wir hier mit den neuen Buchstaben auch schon Swaps bekommen haben. Finde ich schön, mag ich gern leiden. Genau, Swap vom DMD am 29.04. Hier gibt es tatsächlich auch sofort geschrieben, was es ist. Das Ganze von Birgit Schröder aus Springe. Birgit habe ich auch kennengelernt jetzt auf dem DMD. Habe mich sehr gefreut. Ich war auch gestern mit ihr essen und wir hatten einen tollen Abend gemeinsam und heute einen ganz tollen DMD gemeinsam miteinander. Und ich sage einen herzlichen Gruß nochmal an dich und vielen Dank für deinen Swap. Oh, was haben wir denn hier noch Schönes? Ach, hier haben wir noch eine tolle Karte. Das fand ich auch sehr spannend. Die habe ich nämlich in anderer Form schon gesehen. Wir schnüffeln ja manchmal schon rein, wenn wir es geswappt haben. Und ich habe das bei meiner Tischnachbarin schon gesehen. Die hat den nämlich ausgepackt, allerdings mit einer anderen Farbkombi, weil sie ein anderes Designpapier hatte. Ich mag dieses hier aber wirklich gerne. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, das sind so kleine, wie soll ich jetzt sagen, Einsteckhüllen oder so. Und hier haben wir nämlich einmal die Visitenkarte von Astrid Schmitz. Da machen wir noch eine Telefonnummer zu, ist auch schön, ne? Sylter Stempelspaß, das klingt ja auch schon spannend. Kommt aber nicht aus Sylt, obwohl 2,5 ist vielleicht fast Sylt. Ja, Astrid. Da freue ich mich. Das finde ich echt spannend hier. Hier gibt es nochmal eine Karte. Da könnte man jetzt noch einen Gruß drauf schreiben. Und wenn ich das richtig gesehen habe, na, bin ein bisschen Feingefühl los. So, haben wir hier auch noch eine Anleitung. Liebe Astrid, ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Das wird auf jeden Fall nochmal nachgebastelt. Dankeschön, liebe Astrid. Na, so. Sehr schön. So, und dann haben wir hier ein Bärchen. Bärchen gab es mit Streifen und Bärchen gab es mit Blümchen, glaube ich. Ich habe mich für Streifenbärchen entschieden. Und du bist eine Banderole. Na, aber vorsichtig jetzt hier, nichts kaputt machen. Nee.
So, jetzt haben wir es. Da haben wir Gummitiere. Die nehmen wir hier schon mal raus. Eigentlich sind das Tee. Wie heißen die denn noch? Mit Zimt-Orange-Geschmack. Dann tun wir die hier wieder rein. Yvonne, sei mir nicht böse. Ich mag kein Zimt. Ich kann kein Zimt. Der Kuchen war eine Katastrophe. Ja, liebe Yvonne, Stempelkleckse. Auch lustig. Siehst du, wenn man denn dann das sieht, man sollte sich immer gleich den Block, nicht nur den Namen, sondern den Block, ehrlich. Hätte ich das gewusst. Ja, das machen wir schnell wieder zu. Vielen lieben Dank trotzdem fürs Swappen. Du kannst ja nichts dafür, dass ich kein Zimt ab kann. Sehr süß. Und dann muss ich hier noch mal was zu erzählen. Das ist ja total toll. Die liebe Katja Martins hat heute ein Mystery-Basteln gemacht. Die hat gestern eine Liste veröffentlicht von Dingen, die man für das Mystery-Basteln braucht und hat heute im Laufe des Tages 6 Videos veröffentlicht. Und in diesen Videos hat sie immer ein Stück von diesem Swap gebastelt. Das habe ich mir gerade eben auch schon angeguckt am Rechner. Total lustig, mega tolle Idee. So, ich bin jetzt also fertig mit Basteln. Mystery Basteln beendet. Und ich habe sogar noch ein Hörnchen gekriegt. Ist das nicht toll? Die sind allerdings hier reingetöpfert. Aber ich... Ah, siehst du, so gehen sie raus. Super. Ein Hörnchen für mich. Und Mystery Basteln von Katja. Ganz toll. Unser neuer Spruch. Den hat sie mit dem Stamparatus oben drauf gebappt. Finde ich total gut. Ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank für den Swap, liebe Katja. Und schön, dass ich dich mal wieder in den Arm nehmen konnte. So, dann haben wir auch, glaube ich, jetzt die Karten hier. Oh, hier haben wir noch einen kleinen, den können wir noch dazu nehmen. Und hier haben wir noch, ja, wir machen mal weiter. Hier haben wir ein kleines Lesezeichen. May your birthday be bright and beautiful. Zusammen mit einem tollen Regenbogen aus unserem Regenbogen-Set. Und das ist von Iris Mama aus Hiddenhausen. Auch sehr süß. Und das Set habe ich nämlich gar nicht. Kann ich schön mit diesem Swap nochmal zeigen. Hier haben wir noch einen Swap auch aus dem Team. Das Ganze ist von Friederike Hoffmann, von meiner Rieke hier aus Bremen. Hat Swaps gemacht in 3 oder 4 verschiedenen Farben, glaube ich. War auch das allererste Mal tatsächlich mit auf einer Demo-Veranstaltung und ich glaube auch überhaupt auf einer Veranstaltung, abgesehen vom Teamtreffen bei Oma. Es war ein toller, lustiger Tag, hat mir Spaß gemacht, hat mich gefreut, dass du dabei warst und ich hoffe, ich sehe dich jetzt häufiger. Ich habe aber schon Leuten hören, dass du ein Zimmer in Berlin reserviert hast, glaube ich, oder? Dann sehen wir uns ja, naja gut, Freitag auf dem Teamtreffen. Ich freue mich auf dich. Bis dann und vielen Dank fürs Swappen. Dann haben wir... Oha, hier, das fällt schon halb auseinander. Noch ein Swap aus dem Team. Hat sie es doch, hat sie... Kann man kaum sehen, aber sie hat Bettys Krea-Ecke. Hat sie einen Swap gemacht. Kann man aufmachen. Gefällt mir farblich echt gut. Da kommt man nicht weiter wegen Doppelknoten. Ich habe heute schon mal gesagt, ich kriege einen Doppelknoten auf. Den Swap habe ich allerdings noch vor mir. Den Doppelknoten lasse ich jetzt zu. Und versuch's mal mit zur Seite schieben. Denn das Band ist so dünn. Schiss, dass ich das mit meinen Nägeln kaputt mache. So, Kiste auf. Tada! Herzchen raus. Betty, vielen lieben Dank.
Herzchen für die Nacht. Dann basteln wir hier das wieder drumherum. Hoffe ich. Vielleicht. Jo, geht. Nee. Abgerutscht. Jetzt aber. So, Spur-Bettys Kreha-Ecke hier. Zack. Da wieder rein. Dankeschön an dich. Was haben wir denn hier noch Schönes? Hier ist schon was rausgefallen. Das ist ja schon nicht schön. Hat die Fahrt nicht überlebt. Ich hoffe, dass das zusammengehört. Ich hoffe, 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 dass das hier so zusammengehört. Ich habe nämlich hier, schieben wir das da mal wieder rein, ganz niedlich eine Schürze gekriegt als Kiste mit Ferrero Rocher drin. Und ich hoffe, diesen Zettel habe ich da nämlich gerade reingelegt, Silvia Günther, dass das wirklich deins Bob ist. Aber ich gehe davon aus. Auch an dich, vielen Dank fürs Tauschen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Gab es in Gelb und in Blau, glaube ich, tatsächlich. So, dann haben wir hier noch Papiermärchen. Ina Grimm aus Hamburg. Ina hat auch so ein süßes Kistchen gebaut. Mit Frucht. Ach, wie niedlich. Ich glaube, ich guck mal eben, was dieses hier ist. Genau. Einen tollen Sommer mit diesem Glasmarkierer, voll süß. Das habe ich nämlich genau dann richtig im Kopf gehabt. Den stecken wir, die Anleitung stecken wir dann wieder rein. Und dann zeige ich euch gleich noch, was ich nach wie vor in den Händen halte. Das ist nämlich auch ein ganz süßes Teil und sehr hilfreich vor allen Dingen. Auf der Sommerparty. So, liebe Ina. Ich habe nämlich von der lieben Ina einen Glasmarkierer bekommen. Man kann nämlich jetzt einfach so ein Weinglas nehmen und diesen Glasmarkierer um den Stiel machen und man weiß, die türkise Ananas ist meins. Voll gut. Da freue ich mich sehr. Den stellen wir hier hin und dann beim nächsten Glas kommt das Ding da gleich dran. Ganz toll. So, das nächste. Eine mini kleine Box. Mir ist versprochen, dass der Name hier drin liegt. Gucken wir da jetzt mal rein. Erstmal holen wir hier Schleckerlecker raus. Tatsache, genieße den Tag, könnt ihr das sehen? Mal scharf stellen da. Kannst du das sehen? Ja, ne? Genieße den Tag. Gruß Petra Wittich. Sehr süß. Tolles Kistchen. Gefällt mir echt gut. Und ich bin immer wieder fasziniert davon, wie man so in solchen Dimensionen basteln kann. Das ist sehr papiersparsam. Aber ich kann in den Sinn, also ich würde mir die Finger brechen. Oder alles nur noch demnächst mit Pinzette anfassen. So wie so ein Chirurg im OP oder so. Vielen lieben Dank. Danke fürs Tauschen. Ich freue mich sehr. Ich habe noch ein kleines Kistchen. Habe gerade an dich gedacht. Ich vermute, dieses Band. Kann das sein, dass das hier drum war? Ja, ne? Ja. Das gehört, glaube ich, da so drumherum. Und ein Küsschen drin. Und dann gibt es hier happystamping.de.
Auch sehr niedlich. Und wieder schon so klein. Wahnsinn. Klein basteln, das ist echt noch meine Herausforderung, glaube ich. Vielen Dank auch an dich fürs Tauschen. So, dann habe ich eine Flasche oder ein Glas bekommen. In diesem Glas sind Bonbons. Ach, guck mal, jetzt seid ihr immer noch unscharf. Warum sagt ihr denn nichts? Habt ihr überhaupt die Kiste gesehen? Die? Habt ihr die gesehen? Oder war das auch unscharf jetzt? Ich habe nicht hingeguckt, Mädels. Hier, happystamping.de Kiste. Wollte ich doch wenigstens mal gezeigt haben. Für den Fall, dass es unscharf war. Das muss ich gleich nochmal in der Aufnahme angucken. Ja. Also, nochmal hier. Flasche. Jetzt könnt ihr nämlich auch gucken. Hier gibt es einen kleinen Obstkorb, ganz süß. Wir haben ja so Handstanzen. Mit so einem Frühlingsset, da gibt es auch ein paar Frühlingsbonbons drin. Obendrauf Vitamin F. Und unten drunter gibt es das Ganze von Nicole aus Penneberg. Freue mich sehr, mag das sehr gerne. Tolle Idee. Komme ich bestimmt auch nochmal irgendwann drauf zurück. Vielen Dank auf jeden Fall auch an dich fürs Swappen. Seid ihr noch scharf? Ja, ne? Sehr gut. Ein Gruß für dich haben wir hier von Heike Schimmelfennig. Stamping and More. Basteln im Norden. Wo kommst du denn her? Steht auch gar nicht. Muss ja nochmal schnüffeln gehen, wo du herkommst. Ich meine, jetzt waren ja nur relativ viele aus dem Norden hier. Oh, schön. Mit Magnet. Das gefällt mir gut. Nicht kaputt machen mit Tacker oder Gludert. Tacker war heute auch echt gestern und heute Thema Nummer 1. Oh ja, hier. Und schön Post-its für den neuen Katalog. Ich kann losarbeiten. Ich bin eingedeckt. Vielen lieben Dank an dich. Ganz toll. Freue mich sehr. So, Tacker. Apropos Tacker. Da muss ich euch ja noch was erzählen. Also gestern Abend beim Essen habe ich gesagt, ich finde das immer schade, wenn man also gerade so mini kleine Projekte macht und die hier oben dann nach Möglichkeit noch ein Stückchen Papier haben und dieses Papier wird dann hier oben zugetackert. Und gerade bei diesen mini kleinen Projekten und du kannst einfach keine Kraft aufwenden, weil wenn du Kraft aufwendest, reißt du eigentlich das ganze Ding kaputt. Und dann kommt meine neue gewonnene Freundin, Daniela, und sagt, ich habe getackert. Ja, hat sie. Hier. Und ja, aber sie hat einen Doppelknoten gemacht. Und dann sage ich, nee, den Doppelknoten brauche ich das Getackerte nicht. Deswegen sprach ich vorhin auch schon mal von dem Doppelknoten. Wo ich jetzt ja also zeigen muss, wie ich also mitten live und in Farbe hier einen Doppelknoten aufreiße. Obwohl das, ich glaube, das geht ganz gut. Das sieht echt super aus. Schön Minzmakrone. Tolle Farbe, mag ich echt gerne. So, und jetzt komme ich nicht weiter, weil wenn ich es jetzt da rausziehe, dann habe ich echt ein Problem, das da wieder reinzufummeln, ne? Aber das ist so. Ich will es einfach nicht an der getackerten Seite aufziehen müssen. Das ist übrigens unser neues Designpapier, was wir jetzt in den neuen Katalog kriegen. Passt da rein? Oh, Daniela, du bist ja ein Schatz. Davon habe ich heute schon zwei gegessen. Da darf ich aber bestimmt nicht noch einen von essen. Aber ich mag die echt gerne. Vielen lieben Dank dafür, Daniela. Also, unser neues Designpapier, könnt ihr das sehen, das schimmert richtig. Das ist echt schön. Ich habe auch ein paar Kartenprojekte damit gesehen, die gefallen mir richtig gut. Da werden wir auch noch mal was von machen, weil bestellt habe ich mir das auch. Ja, auf jeden Fall habe ich dann jetzt auch schon mal einen Swap damit. Und jetzt habe ich dann ein Problem, glaube ich. Also, ich, nun ja, also,
Ja, ich glaube, ich muss gleich mein OP-Besteck auspacken. Das kriege ich nicht hin. Daniela, ich freue mich sehr, dass ich dich gesehen habe. Ich meine, wir haben uns immer schon das zweite Mal diese Woche gesehen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Swappen und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Rude ruft und so, ne? So, dann haben wir auch schon einen Großteil abgearbeitet. Hier haben wir noch den vorletzten Swap. Auch ein süßes. Schnell noch retten hier. Das gefällt mir auch sehr gut. Hier haben wir auch Knoten. Da bin ich ja jetzt Experte. Ist gleich soweit. Und jetzt die Werbung. Mama, wann sind wir zu Hause? Ich kriege ein Eis, wenn wir das nächste Mal tanken. So, fertig. Werbung beendet. So, hier drin haben wir ein Stück Merci. Und leider, leider keinen Namen. Immer dasselbe hier. Keinen Namen. Kreisch. Ja, also auch an dich die herzliche Bitte, falls du das hier siehst, schreib mir doch bitte in die Kommentare, wer du bist, damit ich nochmal Danke sagen kann und mir das auch mal merken kann, wer hier was gemacht hat. Ich habe mich auf dem letzten Onstage vor Alexandra Grape gestellt und da sagt sie: Ah, es tut mir leid, hilf mir, wie war dein Name? Ich sage, du kennst meinen Namen nicht, ich bin nicht in deinem Team, aber du kennst meinen letzten Swap. Ich habe ihr nämlich einen Swap geschenkt, den ich on stage hatte letztes Jahr im Herbst. Da hatte ich eine Acrylkugel mit Schneestern. An die Swap konnte sie sich tatsächlich erinnern, auch wenn sie sich an meinen Namen nicht erinnert. Also macht immer schöne, auffällige Swaps, dann findet man euch auch spätestens mit den Swaps wieder. So, das ist der letzte Swap. Da bin ich auch richtig gespannt, was das ist. Ist auch wieder das Set mit den Blumen aus dem neuen Katalog. Da könnt ihr schon richtig, richtig, richtig gespannt sein. Ich werde euch in den nächsten Tagen fluten. Hoffe ich, wenn ich es schaffe. Ja, ich muss jetzt einfach anfangen. Ich habe eine Menge jetzt hier. Naja, eine Menge ist gut, ne? Also ein bisschen was hier und kann euch jetzt so die ersten Teile zeigen. Und ja, das wird toll. Oh, was ist das denn? Also die Box ist echt witzig gemacht. Seedball. Rosa Flora. 5, 6, 7, 8. Gibt es hier auch 1, 2, 3, 4? Nö, kein 1, 2, 3, 4. Namen haben wir unten drunter. Tanja Erichsen, Stempel fix. Habe ich auch schon mal den Blog gelesen, ohne zu wissen, dass sie sie ist. 5, 6, 7, 8. Finde ein sonniges Plätzchen, steck den Seedball bis die Hälfte in die Erde. Gib ihm regelmäßig Wasser, bis die Samen gekeimt sind. Erlebe ein blühendes Wunder. Ja, also, liebe beste Freundin, hast du einen Zentimeter Platz in deinem Garten? Ich fände das ganz toll, wenn wir hier Rosa Flora einpflanzen könnten. Ich habe nämlich in meinem Garten tatsächlich künstliche Blumen und Pflastersteine. Ich habe nichts zum Eingraben in meinem Garten. Weil ich hier auch nur, weiß ich nicht, 4x5 Meter oder so, dann ist mein Garten beendet und ich kann hier nicht mal ein Rasenmäher aufstellen. Von daher habe ich also den einen Quadratmeter Beet, den ich hier mal hatte, den habe ich irgendwann zupflastern lassen und habe hier künstliche Pflanzen hingestellt, weil ich bin selbstständig und habe auch nicht immer Zeit, die Blumen zu gießen. Irgendwann kommt dann die Nachbarin um die Ecke und sagt: Du musst mal wieder deine Blumen gießen. Ja, dann sind die aber schon halb tot. Also kommt das zu meiner Freundin, die hat nämlich einen grünen Daumen und dann wird sie die für mich einpflanzen und dann werde ich mir die angucken und dann werde ich mich freuen.
wenn die denn was geworden sind. Ja, so, das waren die Swaps aus Uetersen von einem tollen Demo Network Day. Ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr Demo seid, achtet darauf. Tanja Rath wird diesen Demo Network Day bestimmt nochmal machen, dann solltet ihr dabei sein. Leider nur eine Veranstaltung für Demos. Alle Kunden, die das jetzt schauen, ich bringe euch demnächst wieder Swaps mit und ich zeige euch, was wir da gemacht haben. Und dann könnt ihr auf meinem Kanal auch die neuesten Informationen dazu erhalten. So, jetzt werde ich ganz schnell das Video schneiden, hochladen, bei YouTube veröffentlichen, morgen dann, Montag 10 Uhr. Und dann geht's auf die Couch. Jetzt ist dann doch Feierabend und genug getan für heute. Alles Liebe, einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Wenn es euch gefallen hat, schenkt mir ein Like. Wenn ihr mich abonniert, bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder zum nächsten Video. Und tschüss.